Da ist er wieder, der Rolf Ziller, mit einer weiteren Folge Minecraft. Ich habe letztes Mal hier den Grundriss von unserer Traumhütte aufgebaut. Jetzt sind mir, glaube ich, nee, ich sehe, mir sind nicht die Steine ausgegangen, aber ganz so viele sind es nicht. Also ich kriege, obwohl ich hier einen vollen Stack habe, kriege ich die Hütte nicht zu Ende gebaut. Unter einigen Videos hat der, oh, jetzt kriege ich den Namen zusammen, Brafragor B, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig spreche, oder Brafragor B, hat drunter geschrieben, ich habe die kleine Babykuh von damals, die habe ich viel zu schnell abgeschrieben. Das ist richtig. Ich kann mit solchen Verlusten nicht gut umgehen und am besten ist, ich vergesse das sofort, sonst reißt mich das in einen seelischen Abgrund, in meine seelischen Abgründe rein, in einen Strudel der Emotionen. Aber ich habe ihm jetzt einen Vorschlag gemacht, oder ich glaube sogar mehrere Vorschläge. Und ich muss aber sagen, er hat recht. Also ich kann das nicht einfach so lassen, wie es ist. Und ich habe ein bisschen gegrübelt, ich hatte ziemliche Grübelfalten auf der Stirn, aber mittlerweile geht's. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie man was Bleibendes für unser Kälbchen bauen könnte. Das wäre dann auch gut für alle, das, was ich geplant habe. Es könnte natürlich eine Statue werden. Aber ganz ehrlich, wenn ich da eine Statue baue, ist das nicht wirklich fürs Kälbchen, das ist dann eher eine Beleidigung. Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte unser Kälbchen ja nicht beleidigen. So was brauche ich jetzt. Ah, ich sehe gerade, ich habe noch viel mehr Steine. Fackeln habe ich noch 21. Moment, ich schmeiß mal gerade hier das Fleisch da rein. Also sollte man natürlich das Rindfleisch rausnehmen. Und ich habe wieder nicht auf die Uhr geguckt. Boah, was bin ich für ein Spacken, ey? Das kann nicht sein. So wird nichts. Ach ja, und ich sollte, das habe ich dem Kollegen Brafago auch versprochen, ich sollte die Mobs wieder anmachen. Jetzt habe ich es natürlich vergessen, ich Depp. Aber ich verspreche es, ab nächster Episode sind sie an. Dann mache ich die Mobs wieder an. Und ja, dann müssen wir uns hier durchschlagen wie jeder andere auch. Und zwar mit Hexen, mit Zombies, mit Skeletten, mit allem, was dazugehört. Und dann verdienen wir uns die Sachen, die wir uns abbauen, noch mehr. Wir verdienen alles das, was wir uns aufbauen, richtig. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Gedenkstätte für die arme kleine Kuh. Also, eine Statue wäre nicht das Richtige. Ich habe nicht das Zeug dafür, die wirklich toll aussehen zu lassen. Und deshalb habe ich gedacht, macht man hier oben was Bleibendes vielleicht. Jetzt ist die Frage. Moment. Die eine Ebene hier muss ich sowieso noch wegnehmen. Das mache ich mal gerade. Nee, so. Stein haben wir ja noch. Haben noch hier zwei Schippen. So. Machen wir das erstmal hier weg. Das kommt sowieso noch weg. Dann, wo hatte ich eigentlich vor, in dieser Episode mich hier in die Wand reinzufräsen? Einfach damit ich mehr Steine habe. Um weiter am Haus zu bauen. Aber jetzt eins nach dem anderen. So ein Kuh-Gedenkding geht natürlich vor. Wie viel Matt habe ich hier? Ja, gut, da mache ich mal die Ebene ein bisschen. Dehne ich mal ein bisschen aus. Ich glaube, dann die Höhe soll es dann sein und da soll es auch so soll es auch bleiben. Ich bin da nicht so wie, ja, wie andere, wie zum Beispiel der Gronkh, meine ich, der hat das ja alles sehr gern. Natürlich, der guckt, dass hier mal ein Block übersteht und dass hier mal der Abschluss nicht ganz so rund ist, sondern
da mal ein Stein noch übrig ist und da was raussteht. Ich bin da eigentlich nicht so. Ich habe da gerne meine Ordnung hier am Rand. Da kann man sich drauf einigen. Sonst müsste ich hier die ganzen Dinge hier, die ganzen Stufen hier abfräsen. Das mache ich jetzt nicht. Da habe ich keine Lust drauf. Oh, das war's schon. Habe ich keine Erde mehr. Naja, scheißegal. Dann mache ich das hier trotzdem am Rand. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das denke. Das sage ich zu fast jeder Tätigkeit hier, weil ich das nie so weiß. Ich mache das jetzt auch mal so, wie ich mir das vorstelle. Kann sein, dass es absolut nichts wird. So, und zwar habe ich vor, nicht so einen normalen Baum hier zu ziehen, sondern ich habe gedacht, ich habe ein Leben genommen, ich werde ein Leben zurückgeben, und zwar einen richtig fetten Baum möchte ich hier hochziehen. Dann werde ich den Platz hier drum ein bisschen planieren, und zwar nicht mit normalen Cobblestones oder mit den normalen Steinen, sondern da werde ich richtig schöne Pflastersteine legen, und da wird auch ein Schildchen kommen, auf dem der Baum benannt wird, beziehungsweise das hier als Gedenkstätte ausgewiesen wird. Und dann kommen da noch ein paar Fackeln hin. Die sind jetzt nur dazu da, um den Bäumen Licht zu spenden. Und damit das auch klappt mit den Steinchen, hau ich die hier schon mal rein. Und ja, ich muss das hier so ein bisschen im Auge behalten, deshalb bleibe ich jetzt auch hier. Und dann kann ich mich tatsächlich in dieser Episode doch mal hier reinkloppen. Ich mache das Ganze 4 hoch. Das ist 4 Blocks hoch. Das ist höher, als ich das sonst tue. Das hat was damit zu tun, was ich da drin noch machen möchte. Es soll oben an der Decke noch ein bisschen verziert werden. Und daher mache ich das jetzt 4 hoch. Zähle ich mal ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich glaube, ich habe mich verzählt. 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, dumm, aber ist egal. Also hier wäre die Mitte, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also bis dahin kloppe ich alles weg. Ist das jetzt die Mitte oder nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist absolut. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doch, es müsste die Mitte sein. Und jetzt habe ich es natürlich genau falsch gemacht. So, hier kommt dann später mal die Tür rein. Und der Rest kann ja eigentlich weg. So, erstmal die Umrisse. Also ich habe die Fackeln um die kleinen Setzlinge gesetzt, damit die permanent Licht bekommen und auch dann schneller wachsen. Ich könnte jetzt natürlich noch Knochenmehl mir irgendwoher besorgen und das drüber kippen als Dünger sozusagen. Aber ich möchte, dass das normal wächst. Ich möchte auch, dass es langsamer wächst. Ich kann das dann besser kontrollieren. Wenn jetzt ein Baum zum Beispiel als erster wächst, muss ich gucken, dass ich am Rand, da wo die anderen Bäume hinwachsen würden, dass ich da die Blätter weghaue. Da habe ich dann mehr Zeit für, wenn ich da ohne diesen Dünger arbeite. So, dann muss ich gleich auch mal checken, wie tief ich hier überhaupt reinbuddeln kann und ob ich da gleich nicht schon auf der anderen Seite rauskomme, aber das dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Also das ist jetzt hier die offizielle Kuh-Gedächtnis-Folge. Oh. Ja, also es geht hier, wird immer ein bisschen. Na, gucken wir, ob das klappt. Ja,
Ja, ich hätte vielleicht noch einen zurückgeben sollen, so ein KK. Aber ich wollte sowieso nicht so tief rein, ansonsten baue ich hier halt noch ein bisschen was vor. Jo. Heißt ja schon ganz schön groß, ne? Wisst ihr was? Ich mache das kleine. Ach was, jetzt ist es zu spät. Drauf geschissen. Ich guck einfach mal hier, wie weit ich komme. Alles gefällt mir natürlich auch nicht, dass da jetzt Erde oben ist. Das darf nachher nicht sein. Das muss ich dann irgendwie ändern. Mal schauen. Und das hier, diese großen freien Flächen, da kommt alles Glas hin. Also ihr seht, ich brauche nicht nur für mein späteres Atlantis, sondern auch hierfür brauche ich jede Menge Glas, also jede Menge Sand und jede Menge Kohle. Das heißt, wir werden auch in nächster Zukunft mal wieder unter Tage gehen müssen. Sonst fehlen uns nachher die Rohstoffe. Das ist aber, nee. Das kann nicht sein. Habe ich da vielleicht einen Baumtyp gewählt, der zu klein ist? Sind einige Bäume vielleicht kleiner als andere? Ich weiß es nicht so. Was habe ich denn gewählt? Fichte? So, jetzt ist hier auf jeden Fall frei. Hier kann der Stamm wachsen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Was ist es denn? Eiche? Nee, Eiche. Eiche wird eigentlich ja größer. Schauen wir mal. Sonst muss ich da nochmal tricksen. Oh, wenn ich trickse, geht sowieso. Das geht in die Hose. Oh, die Spitzhacke verabschiedet sich auch. Jawohl. Und die Grongsche Handverkloppung machen wir jetzt nicht. Ja, ich könnte auch mal hier das Eisen einschmelzen, ne? Nicht gut. Na. So, du bist fertig. Du bist fertig. Reicht denn dies? Reicht dieses? Oh, Erfahrungspunkte, sehr schön. Und daraus würde ich jetzt. Ja, diese sind doch schon mal nicht schlecht. Was ist das jetzt? Steinziegel. Oder kann ich die hier nochmal schmelzen? Ich muss mal gucken. Nö. Macht er nicht. Ja, dann. Dann mache ich das so. Mache ich hier das Eisen. Und hier. Aber ihr seht, das ist jetzt. Oh doch, ja gut, komm genug raus. Ich denke, für so eine kleine Ebene hier sind es genug. Ja, sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Sand, 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 genau. Obwohl ich habe noch Glas, ne? Ich hoffe, ja, das wäre natürlich toll, wenn wir jetzt bei der Arbeit an unserem, ja, wie soll ich das sagen, Loft. Berghütte, ich weiß noch nicht. Wenn wir da jetzt auf eine kleine Kohleader stoßen, würden wir natürlich auch nicht verkehrt. Aber ich muss es ja auch gar nicht so tief reinbauen hier gerade. Jetzt ist natürlich noch die Frage, nehme ich die normalen Glasblöcke oder mache ich Glasscheiben aus den Blöcken? That is another question. Ich weiß es nicht. Ist irgendwas wirtschaftlicher? Verbrauche ich von irgendeinem Material da weniger? Hm.
Kammer. Das muss hier auch alles weg. Ja, richtig, das kann ich auch wegkloppen. Das ist ja nur wegen der Tür. Jetzt müsste ich da irgendwo rauskommen. Moment. Ach, falsche Taste. Ja, da sind wir rausgekommen. Das ist natürlich auch nicht besonders... Ja, wenn ich es nicht weit in die Wand reinbaue, ist es natürlich nicht besonders creeper-sicher. Wenn hier nachher irgendwas spawnt nachts, wenn ich die Mobs wieder anhabe, und er sieht mich hier durch diese Glasscheibe, der explodiert vielleicht auch auf der anderen Seite der Scheibe. Ach, das lassen wir mal auf uns zukommen. Ich stecke hier gleich, glaube ich, alles mal mit Fackeln ab. Genau, das könnte ich machen. Mal so eine kleine Sicherungsrunde drehen, alles hier ausleuchten. Und was nicht ausgeleuchtet ist, das könnte ich ja auch nochmal mit Zäunen abgrenzen, aber das ist wieder viel zu holzintensiv eigentlich. Und schon wieder verabschiedet sich gleich eine Spitzhacke. Das ist doch nicht gut. Da, zwei. Zwei sind gewachsen. Gucken. Oh, oh. Ja, doch, zwei. Das muss weg, weg, weg. Brech hier. Gut. So, das zweite Bäumchen ist schon ein höher gewachsen. Ist schon mal nicht schlecht. Und wenn das alles nichts wird, wenn es so klein bleibt, aber wir warten ja erstmal eine Zeit ab, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob, wenn die so hoch wachsen, ob die dann schon ihre volle Größe erreicht haben oder ob die noch weiter wachsen im Laufe der Zeit. Wenn sich rausstellt, die wachsen nicht mehr weiter, kletter ich hier irgendwo hoch und lege hier irgendwo, lege ich nochmal ein bisschen Erde ab. Und dann machen wir da noch einen Setzling drauf und dann geht das nochmal weiter. Das soll ja natürlich ein schönes Denkmal werden, ne? Soll ein schöner Gedenkbaum werden. Ist schon jetzt recht breit. Also 3x3 fand ich jetzt übertrieben. Das sähe auch in dem Fall scheiße aus, dann wäre der genauso breit wie hoch. Aber so... Das ist jetzt viermal so dick wie die anderen. Das passt schon, wenn er jetzt noch eine richtige Höhe kriegt. Und dann noch... Der Rest stimmt. Ja, das ist doch Kacke wieder. Ja. Stein, 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 Stein. Samen. Ah, hier ist ja schon Glas. Das ist gut. Stöcke brauche ich auch mal gleich. So, Erde, Truhen habe ich auch noch zur Sicherheit. So, was wollte ich jetzt? Jetzt habe ich... Na. Mal gucken. So. Ja, das reicht in jedem Fall. Noch nix. Achso. Mache ich mir direkt mal ein paar Stöcke. Ohne Stöcke ist nicht. Mhm. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Axt haben wir ja noch eine angebrochene. So, dann kann ich ja gleich schon mal anfangen hier mit Glas um mich zu werfen. So, und jetzt komme ich doch bestimmt schon irgendwo... Ne, noch nicht. Oh, noch nicht, aber ganz knapp. Aber das ist mir dann drei, ist mir dann doch
zu klein. Außer ich mache hier jetzt eine spezielle Ecke rein. Ich weiß das doch noch nicht. Ich bin noch nicht so schnell. Manche Ideen, die müssen erstmal reifen. Ja, also ich würde gerne an der Decke so rustikale Holzbalken bauen. Die sollen aber aus normalen, ich sag mal rohen Holzstämmen bestehen. Nicht hier diese Holzplanken oder sowas. Das finde ich jetzt, für den Boden ist das gut, aber für so Holzbalken finde ich die normalen Baumstämme viel schöner. Und ja, das heißt, da muss man noch mal, oder ich muss da noch ein paar Ottos hier umnieten. Möglichst alle von derselben Sorte. Ich würde da auch Eiche nehmen oder Fichte. Fichte ist schön dunkel. Ich guck mal, ob ich die überhaupt unterscheiden kann. Und dann knall ich ein paar Fichten um. So, bevor die Folge jetzt aber zu lang wird, würde ich sagen, leuchte ich das mal aus, sodass ich in der nächsten Folge, wie versprochen, auch die Mobs wieder andrehen kann. Ne? Hier sind Fackeln, sehr gut. Hier noch mal eine. Da mal eine. Hier. 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 Ah, hier nochmal eine. Ja. Eigentlich könnte ich schon mal das ganze Rohr, könnte ich jetzt schon mal machen. Ich könnte auch schon mal eine Tür bauen. Mache ich jetzt auch. So. Ich glaube von innen. Oder wie war das? Nein! Genau falsch wieder. Okay. Ja, was mache ich jetzt? Ich muss mal ganz kurz was gucken. 1, 2, 3, 4. Ich dachte, 4 mal, 2 mal 2 wäre eine Glasscheibe oder wären Glasscheiben. Ja gut, ich kriege dann aus 6 Blöcken 16 Scheiben raus. Das ist dann natürlich ein besseres Verhältnis. Und da ich noch was sparen möchte für unser Atlantis-Ding, mache ich das mal so. So, da habe ich doch ein Stack Scheiben zumindest. Wachse. Ich mach das jetzt erst einfach mal. So, ich fange erstmal unten an. Wenn ich noch Scheiben übrig habe, mache ich noch eine Stufe weiter rauf. Aber es ist mir erstmal wichtig, dass hier keiner rein kann. Also monstermäßig. Aber es sollte reichen. Rein. Ja, da kriege ich auf jeden Fall noch eine Ebene, kriege ich noch damit fertig. Da oben kann ja keiner rein. Das ist ja unmöglich. Und ich glaube, ich kriege sogar noch eine Seite komplett zu. Ja, kriege ich. Na.
Jetzt ist die Frage, ist das überhaupt schöner als so die Blöcke? So. Ja, ist ein Anfang. Es ist ein Anfang. Und jetzt mache ich mal, bevor ich hier weiter buddle, baue ich noch ein paar Fackeln und mache das mal sicher, damit ich jetzt auch die Mobs anstellen kann. Moment. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reicht das? Nein, reicht nicht. Nochmal ein bisschen. Stein, Stein, Stein. Brauche ich noch Stein? Dreck. Juhu! So, und dann wird es auch mal Zeit für ein paar Eisen. Werkgegenstände. Spitzhacke und Schaufel auf jeden Fall mal aus Eisen. Denn die Steindinger, ihr seht es ja, die zerbrechen mir hier wie sonst was. Diesen Raum hier lasse ich einfach mal unbefackelt. Weil dann haben wir vielleicht noch immer ein bisschen Action auf dem Weg von A nach B. Hier, diese Ebene hier leuchte ich aber auch mal aus. Direkt an meinem Zaun und an meinen Kühen möchte ich ja nichts haben. Das sind ja meine Lieblinge, die Kühe. Und da möchte ich nicht, dass denen irgendwas passiert. Die werden eines natürlichen Todes sterben oder halt durch die Metzger-Axt. Aber auf keinen Fall durch irgendeinen blöden Creeper oder sowas. Das fände ich total unsozial. So, hier auch nochmal was. Hier mal einer dazwischen. Es wird alles noch optimiert hier, aber für den Anfang muss es reichen. Jetzt habe ich die Samen nicht mitgenommen. Nee, habe ich nicht. Ich könnte mal eine Runde Vermehrung spielen hier. Ja, das mache ich auch gleich. Und was muss ich noch ausleuchten? Hier, die Weide ist mir noch nicht ausgeleuchtet genug. Also das, was ich hier am wenigsten haben möchte, ist, dass ein Creeper mitten auf meiner Weide spawnt. Ja, ich mache die auch nachher noch irgendwie weg oder ich mache da Holzblöcke hin oder was auch immer. Dass es nicht so ganz so schäbig aussieht, aber im Moment muss das reichen. So, hier. 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 So, in der Mitte aber auch noch einer. Ja, gefühlt hier. Das war's schon. Kack. So. Da sieht man mal, wie schnell so die Fackeln zur Neige gehen. Das werde ich auch alles später noch irgendwie vernünftiger machen. Aber im Moment sollte das reichen. So. Gebrannter Lehm. Do, und hier haben wir noch was. Das ist ja kaum zu fassen.
Genau, Sand bereite ich noch vor, würde ich sagen, schmeiße ich nochmal in den Ofen. Und naja, ich leuchte dann natürlich auch nochmal drin die Bude aus. Das wäre absolute Ironie, wenn drin jemand spawnt. Ja, es sollte aber niemand spawnen. So, und der Sand läuft durch. Wir haben eine Menge ausgeleuchtet. Wir haben auch ein bisschen was geschafft. Man sieht sogar hinten unsere Glaswand. Das finde ich sehr toll. In der nächsten Folge denke ich mal, also ich mache die Monster auf jeden Fall gleich wieder an. Das zeige ich auch zum Beweis in der nächsten Episode. Und in der nächsten Folge denke ich mal, werden wir oben unser Loft weiterbauen. Und werden dafür sorgen, dass sich die Kühe ein bisschen vermehren, ein bisschen für die Sicherheit sorgen und dann müssen wir auch mittelfristig gucken, dass diese Felder da verschwinden und vielleicht oben angelegt werden. Und dafür sollte hier langsam mal ein kleiner Schweinepferchen. Und hier könnten wir eigentlich auch mal weiterbauen, ne? Naja, alles kann ich nicht auf einmal machen. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal beim Loft und beim Aspekt Sicherheit. Das sollte für uns Priorität haben. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Fail Minecraft brutal mit den absoluten Killer-Mobs. Verspreche ich euch. Bis dann, macht's gut.